Als Mediziner ist man heute konfrontiert nicht nur mit schweren Erkrankungen, die wir behandeln in den Kliniken, sondern wir müssen auch wirtschaftlich arbeiten. Wir sind Mediziner und somit dann werden wohl zu Ökonomen mit so einem gewissen ethischen Grundverständnis. Und da fehlt die Vorbildung. Ich habe schon mal Health Economics studiert. Ich habe sicher einige Lücken schließen können, gerade was das deutsche System anbelangt, weil ich in England studiert hatte. Wir werden mit Sicherheit eine dramatische Zunahme an Multimorbidität haben. Wir werden mit Sicherheit aus dem zunehmenden Lebensalter heraus Bewegungseinschränkungen haben. Wenn Sie sich umsehen, auch im Umfeld der Stadtbezirke, wo eine stärkere Überalterung zu vernehmen oder wahrzunehmen ist, die Bewegungseinschränkung, auch der Alltag in der Stadt macht ganz, ganz deutlich, dass der Rollator zwischenzeitlich zum selbstverständlichen Fortbewegungsmittel in unserer Bevölkerung ist. Ich sage das auch vor dem Hintergrund, weil ich da zutiefst davon überzeugt bin, dass die ersten Versorgungsansätze im telemedizinischen Bereich in ländlich strukturierten Gebieten, Stichwort KHK und andere Krankheitsbilder, für die Zukunft immer höhere Bedeutung haben werden, wenn wir oben die anderen Konsequenzen uns vor Augen führen und feststellen, dass wir künftig nicht mehr in diesem Umfang auch entsprechende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die diese Aufgaben entweder als Ärzte oder als Pfleger oder auch im Apotheken, also pharmazeutischen Bereich, mit realisieren. Sie alle wissen, die in Kliniken arbeiten, dass das so eine Sache ist mit der Sicherung der Investitionskosten. Auch sein Uniklinikum steht in ständiger Konkurrenz zu den Niederklassenärzten und den anderen Kliniken. Wir wissen das. Und dass diese Herausforderung, in den 4 Jahren, in denen ich, oder lange als Pädiater, aber auch in den 4 Jahren, in denen ich da zuständig war, war das eine der wichtigsten Aufgaben. Geht auf die Leute zu, macht mit denen was zusammen, holt niedergelassene Ärzte als Vertragsärzte in die Kliniken rein, das haben wir ungefähr 10 jetzt. Wir haben Kooperationsverträge mit 6 Kliniken geschlossen, die uns bestimmte Patienten zuweisen. Das ist alles Bargeld für ein Klinikum, aber auch für die anderen, weil die Spezialitäten bei uns vorgehalten, die auch mit nutzen können. Ein Mädchen, das heute geboren wird, also jedes kleine Mädchen, das heute geboren wird, wird 100 Jahre alt. Wenn Sie sich mal vorstellen, wir werden 100 Jahre alt, sind aber von den 100 Jahren möglicherweise aufgrund von Handicaps nur in der Lage, 30 Jahre lang zu arbeiten, haben sie 70 Jahre ein Finanzierungsproblem. Das kann sich Deutschland nicht leisten. Jetzt muss ich dazu sagen, Gesundheitswirtschaft, wie sie hier ist, die würde finanziert werden und gesteuert werden über Preise. Wer mehr will, muss mehr zahlen, muss anders versichern. Preissteuerung. Wenn sie über Preise übersteuern, ist es automatisch so, dass einerseits das, was hier an den Markt kommt, wird durch Preise nach unten gedrückt und andererseits, wer es haben will, muss Geld ausgeben. Also wenn Sie Preissteuern, nähern sich die beiden Pfeile an, zur Ökonomen haben Stelle ist wahrscheinlich Angebot und Nachfrage, ein Punkt ausgegeben. Nur wenn Sie einen gesunden Sektor Preise einführen, das wissen Sie, dass die A, geht es überhaupt, sage ich ja, aber will man es, dann sage ich nein. Und deswegen wird für diesen Sektor insgesamt, der an sich Gesundheitswirtschaft dynamisch ist, Arbeitsplätze gibt, auf lange Sicht. Wird hier eine andere Steuerung vorgeschlagen und die Steuerung, die hier vorgeschlagen wird, die wird hier unten abgeleitet, mal hier reingehen. Und das ist die Steuerung, die Bismarck vor 130 Jahren empfohlen hat, GKV-Steuerung. Also die Betrachtung der Sozialversicherung lautet, wir müssen das hier oben steuern über feste Preise und bei festen Preisen müssen Sie Mengen steuern. So, im Krankenhaussektor heißt es, Landesbasisfallwert und die Mehrerlösausgleich. Im niedergelassenen Bereich heißt es, einheitlicher Punktwert und Regelleistungsvolumen. Bei Hilfsmitteln heißt es, Festbeträge und Budgets. Ja, und so können Sie quer durchs System gehen. Überall haben wir eine Steuerung, die von der Sozialversicherung abgeleitet wird. Die heißt nämlich, ich steuere mit den Instrumenten eines Staates, der nur so viel zulassen will, wie er meint, finanzieren soll. Ich glaube, das, was wir gemeinsam da zu verantworten haben, die letzten 50 Jahre an verbaler Aufrüstung, ist mit der Hauptgrund, warum Politik die Institutionen dieses Systems nicht mehr so ernst nehmen, wie wir gerne selber ernst genommen werden wollen. Vielleicht sollten wir gemeinsam mehr Strategien der konstruktiven Systementwicklung entwerfen. Ich fühle mich da mit Herrn Fuchs von der Ärztekammer ganz nah beisammen. Ich glaube, es ist völlig
illusionär zu glauben, man könne ein System nur über selektive Verträge steuern. Aber die selektiven Verträge haben in meiner Wahrnehmung und Überzeugung eine wichtige ergänzende Funktion, nämlich als Suchprozess für bessere Versorgungsorganisationen und Abläufe und Prozesse. Und deshalb kann man das auch ein Stück runterziehen in der politischen Diskussion und in der vertragspolitischen Diskussion. Ein Kollektivvertragssystem ohne die Möglichkeit, selektiv ergänzende Suchprozesse einzuleiten, erstarrt in seinen kollektiv zufälligerweise gewonnenen Strukturen. Ja, Deutsche Ärztetage gibt es seit 1873 mit Unterbrechung ja während des sogenannten Dritten Reiches. Und wenn Sie diese Protokolle ja sich mal durchlesen, die Grundsatzrede des Präsidenten, ja, Tagesordnungspunkt 1, das ist in etwa so geblieben. Ich garantiere Ihnen, ja, es würde Ihnen schwerfallen zu entscheiden, ob ein Deutscher Ärztetag jetzt 1908 ja, oder 1958 in Garmisch-Partenkirchen war das, glaube ich, 1908 in Wiesbaden oder 2008 in Ulm stattgefunden hat. Weil die Probleme sind im Grunde genommen immer die gleiche, Herr Rebscher, Ärzte gegen Kassen ja, und dann teilweise getrennt oder teilweise gemeinsam gegen die Politik. Ja. Und das ist die Situation, ja, die uns auch nach dieser Wahl erwartet. Denn wer jetzt denkt, ja, Schwarz-Gelb ist jetzt dran, jetzt wird alles gut. Also ich persönlich kann nur sagen, ja, den Glauben am Wunder habe ich etwa zeitgleich mit dem Glauben an den Weihnachtsmann verloren. Es war ein großer Rundumschlag einmal um die ökonomische Bedeutung, aber auch eben die Verknüpfung mit der gesundheitlichen Versorgung der Patienten. Die ersten 2,5 Tage Einführung in die Betriebswirtschaft, das war Wahnsinn, hat mitgerissen und natürlich jetzt so ein Feuerwerk von Experten am Ende. Das war sehr beeindruckend. Es ist schon eine sehr interessante Veranstaltung gewesen, weil es sehr vielseitig war. Vor allem die ersten 2,5 Tage waren sehr theoretisch orientiert, was mir gefallen hat. Der Praxisbezug in den letzten 2 Tagen war auch sehr gut, wo ich auf jeden Fall was für mein tägliches Leben mitnehmen kann. Highlight war bestimmt heute die Diskussionsrunde und so viele Experten in einem relativ kleinen Kreis zu haben und diese Fakten zu hören.